Hallo Freunde und herzlich willkommen in der wunderbaren Welt von Minecraft. Ja, ich habe mir mal gedacht, nach sehr langer Zeit mal wieder Minecraft zu starten. Ich habe das wirklich schon sehr lange auf der Platte gehabt, aber ewig nicht mehr gespielt. Und ja, vor ungefähr 2 oder 3 Wochen ungefähr habe ich und Marco ja gemeinsam angefangen mit dieser schönen Welt hier, die ich euch mal vorstellen wollte oder möchte. Und ja, ob das jetzt ein längeres Projekt werden wird auf YouTube, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall, das ist einfach jetzt hier ein kleines Sightseeing und ich zeige euch mal, was wir alle schon so gemacht haben, Schönes. Und ja, wie gesagt, ich befinde mich hier direkt schon in der neuen Welt. Und nicht wundern, mein Inventar sieht ziemlich leer aus, weil ich, ich bin, glaube ich, 3 oder 4 Mal, das zeige ich euch, irgendwo da oben, ne, da irgendwo drinne, da habe ich ein bisschen rumgebastelt und dann bin ich ein paar Mal abgestürzt und habe mein ganzes Inventar verloren. Ja, aber gut, egal. So, ich habe jetzt mal auf friedlich gestellt, den Modus, und damit ich euch in aller Ruhe alles zeigen kann. So, ihr seht ja, wir haben jetzt Nacht, wir haben einen sehr, sehr schönen Sternenhimmel. Das heißt, ich habe hier auch einen Texturpack drüber gelegt. Und allerdings keine Mods, ne? Also Mods sind keine installiert. Werden sicher die Profis von euch schon erkannt haben, weil ich bin ja hier, muss ich dazu sagen, wirklich ein Minecraft-Noob. Und ja, so. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir legen mal los und ich zeige euch mal, was wir alles hier Schönes gebaut haben. Wir befinden uns hier schon mal auf dieser schönen, fast schon römischen Straße oder Gehweg hier. Ne? Sehr, sehr schön. Die Straße, die nach Rom führt. So, und da hinten, oh, guck mal hier. Was haben wir da hinten alles Tolles? So, hier erstmal hier schön die Kuh Elsa. Ne? Das ist die einzige Kuh, die ich bisher gefunden habe. Und die hat ja jede Menge Auslauf. Und da hat so ein bisschen Wasser. Ne? Ja, gut. So, das war jetzt hier das vorletzte Projekt, was ich, beendet kann man nicht sagen, ne? Weil, wie ihr seht, hier irgendwie das Dach fehlt noch so, ne? Sieht nicht ganz so fertig aus. Auf jeden Fall, hier ist die Metzgerei. Oder der Metzger. Können wir mal reingehen und gucken. So, hier fehlen noch so ein paar Geräte, ne? Und Kisten, die ich noch hier einfügen wollte. Auf jeden Fall haben wir hier eine wunderbare Aussicht auf, auf die Kühe, die momentan nicht da sind. Bis auf die Elsa. So, dann kann man auch hier runtergehen. So. Da haben wir noch so ein bisschen hier so. Das ist auch so ein Tick von mir. Mit diesem. Entschuldigung, ich nenne es mal indirektes Licht, ne? Hier kommt noch ein zweiter Ofen rein. Und ja. So, so schön wie diese Tiere auch sind. Manchmal können sie auch nerven. Machen wir mal die Türe zu. So. Hier oben dieses nette Haus, das ist eine Bäckerei. Hat der gute Marco gebaut. Genauso wie diese Brücke hier. Also wie gesagt, das ist ein Projekt, was ich mit Marco gemeinsam gestartet habe. Und vieles ist gemeinsam entstanden. Das hat ja Marco, wie gesagt, gebaut. Diese schönen Brücken hier. Ne? Die führen hier irgendwo ins Nirgendwo. Mal gucken, gehen wir mal da hier rüber. Gehen wir mal ein bisschen spazieren. Nehmt euch mal mit. So. Bis hierhin kommen wir und hier haben dann die Arbeiter aufgehört zu bauen. Sind gerade im Warnstreik sozusagen. Ja, mal gucken, wann es hier wieder weitergeht. Am besten mal den Marco anrufen. So. Weil Brückenbau, das ist nicht so mein Gebiet. Das ist eher das Fachgebiet von Marco.
Dafür habe ich da hinten diesen wunderbaren Turm gebaut. Und ich finde, für einen Anfänger wie mich ist so ein. Was ist da hinten los? Ach so, ja. Da hinten sind jede Menge Schafe. Genau. Und unser Haupthaus befindet sich ja sozusagen in diesem Berg. In diesem, ja, in diesem Hügel drin. Dann haben wir sozusagen da reingestampft. Und Bäckerei können wir auch nochmal kurz reingehen und schauen, was der so gibt. So, ein Teilchen bitte und ein Vollkornbrot. So. Oh, hier kommt. Oh. Ho, ho. Wahnsinn. Großes Feld, was der Marco da angelegt hat. Wunderbar. Sehr schön. So, machen wir mal hier zu. Zack. So, raus aus der Bäckerei. So, dann gehen wir mal Richtung Haupthaus. Finde auch hier diese Aussicht eigentlich total schön gemacht. Fast schön gemacht. Sieht also ganz gut aus hier mit diesem Steg. Und dann ist hier rechts so eine Art Nebeneingang noch. Da kommt man auch zu den zum Schatzraum oder wie man es nennt, Schatzkammer eher gesagt. So, hier wäre sozusagen der Eingang zum Haupthaus. Genau, Tür zu. So, hier hat Marco sein kleines Zimmerchen mit seiner eigenen Kiste, der Drucker Marco. So, dann habe ich eben hier noch ein bisschen Licht reingezaubert. Sein Bettchen steht hier. Und dann kann er auch gleich hier rüber, sage ich schon, hier raus und dann ab in die Küche. Hier haben wir jede Menge Öfen. So, dann gibt es hier einen kleinen Essraum, der großzügig, wenn mal Besuch kommen sollte. So, und dann geht es hier sozusagen in den Gästebereich. Oder Gästezimmer, eher gesagt. Hier ist Gästezimmer. So, können wir mal reinschauen kurz. Auch mit Bettchen und dann eine wunderbare Aussicht. Da sind die vielen Schäfchen. Hallo. Ah, schön. So. Ja, hier haben wir Durchgang zum Burgzimmer und hier Durchgang zu den Schafen. Können wir mal eben schauen gehen. Ein paar sind ja schon da. Das sieht ja noch ein bisschen, ja, das sieht noch ein bisschen schäbig aus hier. Das kann man noch alles wunderbar gestalten. Das machen wir noch. Hier das Mäulchen habe, ja, Mäulchen habe ich schon hier hingemacht. Hier haben wir so einen kleinen Lager, so ein Lagerhaus für die Wolle. Und ja, hallo, hier sind die Schäfchen. Denke mal, das Gehege, oder wie sagt man dazu? Ja, auf jeden Fall genug Platz ist ja da. So, dann haben wir das. Und hier haben wir einen Durchgang in den Innenhof. Das war eine Arbeit, sage ich euch, hier diesen ganzen Schutt hier wegzutragen. Hier war ja Stein, Geröll, Sand und Sand eigentlich nicht, aber Erde. Und da habe ich hier gedacht, komm, mach mal hier so einen schönen Innenhof draus. Mit diesem Brunnen. Da habe ich ein paar Röschen angebracht. Licht darf nicht fehlen. Hier liegt ein Ei rum, danke. Hühnerstall und die Hühner freuen sich. Und lauter Eier, wie ihr seht, haben sie auch schon dahin geschmissen. So, wen haben wir hier? Ja, das ist auch mein ganzer Stolz. Sehr schöner Schweinestall vom Allerfeinsten. Auch mit Licht. Ne, damit die Schweinchen was sehen können. Im Dunkeln. So, und ja, mal noch eine kleine Herde. Schäfchen. Ja. Wunderbar. So, und hier ist dann sozusagen unser, ja, unser Anwesen. Erstmal zu Ende. Ich denke mal, hier wird wahrscheinlich noch eine Brücke entstehen Richtung. Darüber Richtung Wüste. Mal sehen. Ich denke mal, das dürfte eine Aufgabe für den Marco sein, als Brückeningenieur. Genau, jetzt fängt gerade an zu regnen. Das heißt, wir gehen mal wieder rein. So, hier über uns ist noch so ein kleiner, so eine kleine Brücke. Die habe ich mal gebaut, ausnahmsweise. Können wir mal gucken, da oben. Ne? Auch ganz nett eigentlich. So, hier mit dem Brunnen. Bin ich ja noch nicht ganz so einverstanden, weil der ist mir irgendwie noch nicht tief genug. Und außerdem
Wasser läuft so komisch, ne? Das fließt ja irgendwie. So, genau. Ja, hier kommen wir wieder rein in das Haupthaus. Zack. Und dann haben wir hier noch die Speisekammer. Auch wieder mit diesem indirekten Licht oder indirekten Beleuchtung. Sag ich mal so. So, hier haben wir Obst und Gemüse, Fleisch und hier haben wir noch so eine. Haben wir hier drin? Weizen, okay. Machen wir hier mal zu, damit uns ja keiner die Essensvorräte klaut. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Burgturm. Ich habe ewig gebraucht, um dieses blöde Treppenhaus hier hin zu pflanzen. So. Zack. So, hier können wir auch wunderbar rausschauen. Aber dieses Mistwetter gerade, ne? Nicht schön. So, hier käme man raus Richtung, ja, auch Richtung Garten, kann man sagen. Ist nicht ganz so spannend. Gehen wir mal lieber hier hoch. So, das gefällt mir eigentlich ganz gut. So ein, ja, hier kann man sozusagen im Turm wohnen und schlafen. Hier ist mal ein Bettchen. Kann man auch ein bisschen rausgucken. Ein bisschen sieht man ja, ne? Trotz dieser, hier, diesen Zäunen, die ich da reingehauen habe. Als Fenster. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Grünzeug da hinten. Und hier wunderbar geht's hoch zum Aussichtsturm sozusagen. Oder zur, wie sagt man? Ja, komm, wir gehen einfach mal hoch. Und dann könnt ihr selber mal gucken. So, hier können wir rausschauen. Richtung Wüste. Hier wunderbaren Blick. Da hinten ist hier unsere Brücke. Wahnsinn, ne? Die sieht da fast aus wie die Golden Gate Bridge. So. Und diesen Turm, den habe ich ganz alleine gebaut. Welch ein Wunder. Ja. Auch der Reimblitz kann was. So. Gehen wir mal runter. Ich bin immer noch ein bisschen verschleimt. Entschuldigung. So. Jetzt gehen wir mal runter wieder. Mach mal zu. Also ich finde, ich habe immer extreme Probleme mit diesen Treppen. Treppenhäuser ist immer so eine Sache. Da bin ich echt kein Profi drin. Aber es funktioniert ja, ne? Auch wenn es nicht gerade perfekt ausschaut. So, hier unten, auch ganz spannend. Schatzkammer. Dann hier. Waffen, Werkzeuge. Öfen haben wir hier noch. Hier oben Baumaterial, Holz, hier unten eine Kiste für Stein, Werkbank, alles da, was man braucht. So, hier kann man wieder raus. Und das ist auch ganz fantastisch. Hier habe ich mal zugemacht. Hier kommen wir sozusagen in die Mine runter. Direkt unter dem Haus, auch wunderbar. So, dann gehen wir mal wieder hier raus. Hier haben wir noch einen kleinen Zustieg bei einem Burgzimmer sozusagen. Und dann können wir hier rausschauen. Ja. Genau. So. Ich würde sagen, das hätten wir. Hier kommen wir auch irgendwie raus, ne? Ja, genau. Zack. Und dann gehen wir nochmal zurück. Und zwar, das letzte Projekt, was ich jetzt angefangen hatte, in dieser Welt, war da oben dieses unfertige Häuschen da oben. Oder Turm, keine Ahnung. Ich habe mich noch nicht ganz entschlossen oder entschließen können, was es überhaupt werden soll am Ende. Auf jeden Fall irgendwie ein Gebäude soll da oben hin. So. Und das Problem war halt, ich wollte da einen Zustieg. Zustieg? Quatsch. Einen Einstieg zur Mine haben, also zur Höhle, die sich genau hier drunter befindet. Und ich habe gegraben und gegraben und ich bin mehrmals hier abgestürzt. Weil ich ja blöd bin. Ihr könnt mal gerade gucken, wie tief es hier runter geht. Na, ich habe jetzt hier mal die Treppen da schon, nicht Treppen, die Leiter hingebaut. Und während ich ja die Leiter gebaut habe und gebuddelt habe, bin ich ein paar Mal abgestürzt. Und ja, habe alles verloren. Und wie gesagt, hier soll was Kleines entstehen, ein Häuschen oder ein Turm, keine Ahnung.
Weil man hat ja eine tolle Aussicht auf unser Grundstück da unten, ne? Bäckerei und links der Metzger. Ja, wir können ja mal runtergehen. Weil die geht es wirklich sehr tief runter. Wäre ich auch passen. So. Ganz luxuriös, eine Doppelleiter. Und ihr seht schon, hier geht es richtig tief runter. Lalala. Ungelogen, ich habe mich ja 3, 4 Mal auf die Schnauze gelegt. So, und hier dann wäre sozusagen, geht es dann irgendwann weiter und wird gebuddelt fleißig und die bisschen die Höhle erforschen. Und hier wird auch alles irgendwie ein bisschen dicht gemacht, weil ich weiß ja, was ich ja bauen wollte. Sieht ja eher nach einem Fahrstuhl aus, ne? Den es ja eigentlich gar nicht gibt im Minecraft, soweit ich weiß. Keine Ahnung. Vielleicht habt ihr ja irgendwie Ideen, was man daraus noch machen könnte. Irgendwie gibt es hier irgendwie ein Transportmittel, dass man irgendwie nach oben kommt, schneller. Ohne diese diese Holzleiter zu nehmen hier. Mal schauen. So, gehen wir mal wieder nach oben. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal mit dem Rundgang. Einen kleinen Rundgang, so können wir auch hier rausgehen. Oder so einen kleinen Ausgang hier. Genau, hier können wir rausgehen. So, dann befinden wir uns hier auf der Ebene. So, wunderbar. So, genau, und dann gehen wir mal wieder zurück. Und ja. Ich hoffe, das Sightseeing hat euch ein bisschen gefallen. Und wenn ihr irgendwie Ideen habt, was man noch alles so Schönes hier bauen könnte. Und ja, vor allem da oben, dieses Halbfertige, ne, was man da machen könnte noch. Könnt ihr mir gerne unter die Kommentare schreiben. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich aus dieser wunderbaren Welt. Vor allem, ich habe keinen Schirm dabei und werde richtig nass. Und möchte jetzt gerne wieder ins Haus rein. Und mich ein bisschen schlafen legen. Nee, ich muss auch mal ein bisschen craften. Ich habe vor allen Dingen gar nichts mehr, ne? Kein Inventar mehr hier, alles leer. Ich brauche mal wieder Holz und Eisen und überhaupt, um neues Werkzeug zu basteln. Ja, so, genug gequatscht und ich verabschiede mich von euch und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und ich hoffe, bis bald. Tschüss.